Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution Video. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich befinde mich im Frontier Forum. Das hat folgenden Hintergrund, denn ein neues Update ist rausgekommen. Update 1.9 ist jetzt zum Runterladen verfügbar. Und ich habe es natürlich schon runtergeladen. Wir werden uns auch gleich die Neuerungen angucken. Das sind gar nicht so viele, aber die wichtigste Neuerung seht ihr hier schon. Nämlich ein neues Spezies-Profile von dem Nasutoceratops. Sorry fürs Name falsch aussprechen. Habe ich aber so noch nie gehört, aber der sieht jetzt schon mega cool aus hier auf dem Bild, also muss ich sagen. Darunter steht noch ein kurzer Text. Also er wurde neu hinzugefügt, der Nasutoceratops. Nasutoceratops, ja. irgendwie so. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Falls nicht, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Ja, und dann steht da noch sowas drunter wie: Mit seinen bullenähnlichen Hörnern verteidigt er sich gegen potenzielle Jäger, die ihn angreifen wollen. Und man sieht ja schon, die Hörner sehen sehr, sehr cool aus. Die sind so ein bisschen nach vorne geschwungen und sowas. Aber ich würde sagen, ich schnack jetzt gar nicht lange. Wir schauen uns mal das Spezies-Profil an. Extracting Species Profile. Nasutoceratops possess several unique features, including an oversized nose, exceptionally long curving forward-oriented horns, and an unadorned scalloped bony frill. Ja, Leute, ich muss schon sagen, der Nasutoceratops sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich freue mich darauf. Wir werden ihn gleich auf jeden Fall auch noch in-game ausprobieren. Aber erstmal gehen wir noch die anderen Punkte von diesem Patch durch. Da haben wir zum einen den Unterpunkt Dinosaurier. Da steht natürlich drin, dass der Nasutoceratops hinzugefügt wurde. Dann wurde ein Fehler behoben. Es gab wohl einen Fehler, dass man immun gegen Dinosaurierkrankheiten wurde. Das hat man wahrscheinlich selber gar nicht mitbekommen. Man hat einfach nur keine Dinosaurierkrankheiten mehr bekommen. Hatte ich bestimmt selber beim Spielen auch schon, aber habe es wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Dann gab es einen Fehler, der behoben wurde. Der betraf die Fossilien von dem Trodon und den Eulorotaiten. Die konnte man teilweise zu früh in der Kampagne freischalten. Das wurde auch behoben, sodass man die erst dann bekommt, wenn man sie auch erst bekommen soll. Dann haben wir den Unterpunkt Gebäude. Da wurde einfach der Fehler behoben, dass Forschungen automatisch abgebrochen werden, wenn die Anforderungen für die jeweiligen Forschungen nicht erfüllt werden. Und ja, ist auch so eine kleine Sache. Wird man wahrscheinlich gar nicht merken, aber wird das ganze Spiel ein bisschen angenehmer machen. Als nächsten Punkt haben wir die Stabilität, einfach, dass das Spiel besser läuft. Da wurde irgendwas mit dem Tutorial geändert. Ich weiß nicht genau, was es heißt, aber dass das Spiel bessere Performance bekommt und stabiler läuft, ist immer gut. Also immer sehr, sehr schön. Betrifft uns jetzt wahrscheinlich gar nicht so direkt. Und als letzten Punkt haben wir das User Interface. Ich fasse es kurz für euch zusammen. Da sind vier Unterpunkte. Aber im Prinzip wurden Kameraprobleme, zum Beispiel beim Paleo-Feeder und sowas gelöst. Dass zum Beispiel die Kamera irgendwie falsch reingezoomt hat und so. Das hat man ja sicherlich das ein oder andere Mal beim Spielen bemerkt. Habe ich auch schon bemerkt. Das wurde auf jeden Fall so ein bisschen verbessert. Und Meldungen. Also wenn irgendwie ein Fenster eingeblendet wegen irgendeiner Mission oder irgendwelchen anderen Sachen, da ist es auch schon teilweise zu Fehlern gekommen. Das wurde auch verbessert. Viel mehr ist es gar nicht, aber ich freue mich mega, dass mal wieder ein Update rausgekommen ist und natürlich neuer Dinosaurier. Und genau den wollen wir uns jetzt in-game mal eben anschauen. Wir sind in-game. Ich habe soweit die Fossilien gesucht und auf 100% gebracht. Und wir werden jetzt mal schauen, welche Skins es denn alles für den neuen Dinosaurier gibt. Wir schauen erstmal, wo er ist. Der Nasutoceratops. Den Namen muss ich mir echt noch gewöhnen, aber er sieht echt cool aus. Ich freue mich jetzt, wenn wir ihn gleich freilassen. Wir schauen mal eben, was es hier so gibt. Die anderen Modifikationen, die sind ja eigentlich immer relativ ähnlich. Am interessantesten sind immer die Skins und es gibt echt viele, sehe ich hier schon. Also ganz normal, Alpinmuster, Tundra, Regenwald, Dschungelmuster und Steppenmuster. Ich würde sagen, wir lassen einfach jetzt mal alle nacheinander frei und dann schauen wir uns mal die verschiedenen Skins. So, da ist der erste fertig von den Nasutoceratopsen mit dem Standard-Skin. Den lassen wir jetzt frei, ich bin megamäßig gespannt. Cooler Schrei. Oh, die Kamera ist natürlich direkt verbuggt. Ich dachte, das haben die gefixt. Alles klar, läuft. Müssen wir nochmal so schauen. Mega cool, ne? Also, ich finde das mit den Hörnern da vorne richtig, richtig cool. Die sind halt wirklich wie bei so einem Stier. Direkt an der Stirn und das sieht fast so aus, als wenn die so unter der Haut sogar miteinander verbunden sind. Also, richtig, richtig coole Hörner. Den Dinosaurier können wir sicherlich nochmal kämpfen lassen in einem Battle Royale oder so mal. Das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Ist aber echt ein cooler Dino. Also,
Sehr, sehr nice. Und dass sie den kostenlos hinzugefügt haben jetzt mit einem Patch, ist auch eine super coole Sache. Ich frage mich, ob der noch eine andere Kampfanimation oder sowas hat. Aber das werden wir wohl später dann herausfinden. Schauen uns jetzt erstmal die verschiedenen Skins an. Hier haben wir noch Alpinmuster, den lassen wir als nächstes bei. Guck mal, wie der aussieht. Oh, auch cool. Aber der ist auch so grünlich-rötlich oben und unten weiß. Auch mal was Neues. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Die Nase sieht auch vorne sehr, sehr cool aus und der Schnabel. Also muss man echt sagen. Oh, nächster. Was haben wir da? Tundra-Muster. Bevor ich den jetzt freilasse, brüte ich mal eben nochmal den letzten Skin aus. Ich hatte leider nur Platz für 5. Steppenmuster. Machen wir nochmal eben. Dann ist der hoffentlich gleich fertig, wenn wir alle angeguckt haben. So, Tundra-Muster. Na, anderes leider jetzt hier noch im Weg. Geht jetzt aber ein bisschen zur Seite zumindest. Das sieht auch cool aus, ne? So grünlich-bläulich ist da oben. Ich hätte es cool gefunden, wäre der ganze Dinosaurier in diesem Farbton gewesen. Das hätte ich irgendwie mehr gefeiert, muss ich sagen. So sieht das irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Bin mir da gerade nicht so sicher, ob ich das so nice finde. Die Farbe an sich ist cool, auch mit diesem Orange drinne. Aber, ja, mit diesem Grauen dann da. Also ich finde, die normale Haut hätte ein bisschen anders sein müssen. Aber gut, schlecht finde ich es jetzt auch nicht. Nächster, Regenwaldmuster. Regenwald sieht ja meistens ziemlich cool aus. Ja, natürlich sind jetzt die anderen beiden da im Weg, ne? Jungs, ihr steht da ganz, ganz schlecht. Könntet ihr bitte gehen? Erzählen wir sogar, wie sie mal miteinander kommunizieren. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so mega spannend. Wird sich vermutlich nicht viel von, dem Triceratops oder sowas unterscheiden, denke ich mal. Aber ich könnte mir das im Kampf echt cool vorstellen, weil die sind halt nicht so nach oben bei den anderen Ceratopsen. Ich weiß gar nicht, wie die... Ah, jetzt kommt der neue. Dings heißt, da sind die Hörner ja mehr so nach oben. Hier sind die echt so richtig nach vorne. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine ganz andere Kampfanimation hat. Der Nasutoceratops. Langsam gewöhne ich mich an den Namen. Der Skin ist sehr, sehr cool. Ist zwar mega hell, aber der würde hier auch perfekt in den Wüstenpark passen, muss man sagen, ne? Wenn man mal so schaut im Hintergrund mit der Wüste. Aber der Skin ist nice. Der gefällt mir richtig gut. Nächster, da haben wir das Dschungelmuster. Das ist auch sehr oft sehr interessant. Bin ich auch gespannt. Okay, den feiere ich auch richtig. Der ist so richtig schön rötlich. Und ich finde, hier haben sie es wieder so gemacht, dass das Rot oben auch zur Körperfarbe passt. Das war ja die Sache, die mich hier bei diesem Blauen so ein bisschen gestört hat, muss ich sagen. Aber hier bei dem Roten sieht schon wieder mega nice aus. Also da gefällt mir das echt gut. Ich gucke gleich mal, welcher mein Lieblingsskin von denen ist. Oder... Ach, entscheide ich gleich mal, wenn wir alle freigelassen haben. Das ist jetzt der letzte. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Schauen wir gleich nochmal. Der sieht auch cool aus. Ah, hier ist die Kamera leider wieder verbuggt. Scheint ja gut zu funktionieren, diese ganzen Kamerafixes. Der sieht auch cool aus. Also hier ist dieses Rot und Grün, finde ich, ist auch eine coole Kombination. Nice aus. Jetzt muss ich mich entscheiden, welcher mein Lieblingsskin ist von denen. Das ist das Steppenmuster. Ich gehe mal einmal alle durch. Also hier haben wir das Steppenmuster. Hier haben wir Standard. Standard ist auch cool, finde ich aber zu langweilig, glaube ich. Dann haben wir hier Alpinmuster. Ja, grün ist schon cool, grün-orange, aber ich finde, das passt nicht so gut zur Haut. Hier haben wir... Wir sind leider gerade unter den Bäumen, deswegen kann ich nicht so nah ranzoomen. Tundra-Muster, das war der mit dem Blau, da finde ich auch, dass die Haut und die Farbe nicht so gut zusammenpassen. Regenwaldmuster war der helle, der ist cool, aber jetzt nicht so spannend. Ich glaube, mein Favorite wäre entweder hier Dschungelmuster. Ich zoome mal wieder näher ran. Den finde ich cool mit dem rötlichen. Oder halt... Ja, da kann ich gerade wieder nicht näher ran, ne? Oder halt den hier, mit dem rot-grünlichen.
Die sehen sich auch relativ ähnlich, aber die finde ich beide mega nice. Steppenmuster oder Dschungelmuster. Das sind, glaube ich, so meine Favoriten. Aber ich muss sagen, der Nasuto Ceratops, echt ein cooler neuer Dino. Den könnte ich auch gut in meinem Wüstenpark hier unterbringen. Hier mit dem Skin hier zum Beispiel. Ist das ein Wüstenskin? Ah ne, das war Regenwald. Genau, der helle Skin, der würde hier echt gut reinpassen in die Wüste. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den neuen Dinosaurier findet. Und ob ihr euch freut, dass mal ein neues Update rausgekommen ist für Jurassic World Evolution. Ich persönlich finde es mega cool. Ist auch ein sehr, sehr cooler Dinosaurier. Den werde ich auf jeden Fall öfter mal in meinen Parks unterbringen, denke ich. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren, falls ihr mehr Videos von Jurassic World Evolution sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.